Der Prolog von Orit vom 24. September. Gedenken. Die heilige Erstmärtyrin und apostelgleiche Thekla wurde in Ikonien geboren. Ihre Eltern waren angesehen, aber heidnisch. Mit 18 Jahren wurde sie mit einem jungen Mann verlobt. Zur selben Zeit traf der Apostel Paulus zusammen mit Barnabas in Ikonien ein, um das Evangelium zu verkünden. Thekla lauschte dem Zeugnis des Apostels 3 Tage und 3 Nächte lang und bekehrte sich zum christlichen Glauben. Sie gelobte, jungfräulich zu leben. Ihre Mutter bemerkte, dass sie ihren Verlobten missachtete und nicht mehr an Heirat dachte. Versuchte sie davon abzubringen, dann schlug sie sie und quälte sie durch Nahrungsentzug. Schließlich übergab diese boshafte Mutter Thekla dem Richter und verlangte, dass sie verbrannt werde. Der Richter warf sie ins Feuer, doch Gott bewahrte sie unversehrt. Daraufhin folgte Thekla dem Apostel Paulus und ging mit ihm nach Antiochia. Angezogen von Theklas äußerer Schönheit, wollte sie ein Ratsherr der Stadt mit Gewalt zur Frau nehmen. Doch Thekla entwich ihm. Der heidnische Ratsherr verklagte sie beim Statthalter als eine Christin, die die Ehe verachtete. Der Statthalter verurteilte sie zum Tode und ließ sie den wilden Tieren vorwerfen, doch die wilden Tiere berührten nicht den Leib dieser heiligen Jungfrau. Dadurch erstaunt fragte sie der Statthalter: Wer bist du und welche Art Kraft ist in dir, dass dir nichts schaden kann? Thekla erwiderte: Ich bin eine Magd des lebendigen Gottes. Daraufhin entließ sie der Statthalter und sie zog fort, um das Evangelium zu verkünden. Sie hatte Erfolg darin, viele zum wahren Glauben zu bekehren, unter ihnen Tryphena, eine bekannte und ehrwürdige Witwe. Nachdem sie den Segen des Apostels Paulus dazu empfangen hatte, zog sie sich an einen abgelegenen Ort bei Seleukia zurück. Dort führte sie lange Zeit ein asketisches Leben und bekehrte viele zum Christentum, indem sie Kranke durch wundersame Kraft heilte. Die Ärzte und Zauberer in Seleukia wurden neidisch auf sie und schickten einige junge Männer, die sie schänden sollten. In der Hoffnung, sie würde durch den Verlust ihrer Jungfräulichkeit auch ihre geheimnisvolle Kraft verlieren. Thekla floh vor diesen lasterhaften jungen Männern, doch als sie versuchten, sie zu fangen, betete sie zu Gott um Hilfe. Ein großer Felsen öffnete sich und verbarg diese heilige Jungfrau und Braut Christi. Dieser Felsen war ihre Zuflucht und ihr Grab. Der heilige Chrysostomus sagt über diese wundervolle christliche Heldin und Heilige: Es scheint mir, dass ich diese gesegnete Jungfrau sehe. Mit der einen Hand bringt sie Christus Jungfräulichkeit dar, auf der anderen das Martyrium. Der heilige Stephan, der erstgekrönte König von Serbien. Stephan wurde vom heiligen Sava, seinem Bruder und geistlichen Vater, in seiner Herrschaftssitz Zika gekrönt. Er war ein frommer Christ und ein weiser und friedliebender Herrscher. Stephan erhob zusammen mit dem heiligen Sava die Orthodoxie zu großer Herrlichkeit unter dem Volk. Seinem Wunsch entsprechend weihte ihn der heilige Sava vor seinem Tod zum Mönch und gab ihm den Namen Simon. Er trat ein in die Ruhe des Herrn am 24. September 1224 und seine wundertätigen Reliquien ruhen im Kloster Studenica. Der heilige David, zuvor Fürst Dimitrie, der Sohn von Stephans Bruder Vukan, erbaute das Kloster von Lim, wo er selbst zum Mönch geweiht wurde. Der heilige König Wladislav, der Sohn von König Stephan, erbaute das Kloster Milisevo, zu dem er die Reliquien des heiligen Sava von Trnovo überführte. Er zeichnete sich durch ein besonderes Mitgefühl für die Armen aus. Auf die Münzen seiner Zeit
ließ er Folgendes prägen: Wadislav, der Knecht Gottes. Lobeshymne. Die heilige Erstmärtyrerin und apostelgleiche Thekla. Die heilige Thekla, den Aposteln gleich, die Erstmärtyrerin unter den Jungfrauen, unterwarf dem Geist ihren Leib und ihren Geist dem allmächtigen Christus. Daher unterwarfen sich ihr alle Dinge, schreckliche Feuer und wilde Tiere, Dämonen und die Krankheiten der Menschen. Alles unterwarf sich dem Glauben und der Reinheit. Alles war Gehorsam der heiligen Unschuld der Braut Christi. Ist nicht eine Mutter ein großes Gut? Doch was ist eine Mutter verglichen mit Christus? Und der Verlobte, aus Erde geschaffen, ist wie Staub vor der Herrlichkeit Christi. Reichtum und irdische Schönheit, ein vorübergehender Traum, ein Windhauch. Nur ein Fels steht ewig und fürchtet weder Sturm noch Zeit. Er ist der Bräutigam der Märtyrin Thekla. Er ist Christus, der König der Könige. Heilige Thekla, im Paradies erleuchtet, bete zu Christus, dem Erlöser, und rette uns Sünder vor unseren Sünden. Betrachtung. Jeder Heilige ist im Ort nahe, an dem er um Hilfe angerufen wird oder seine Heiligkeit im Gedächtnis bewahrt und verherrlicht wird. Jene, denen die Gabe der Hellsichtigkeit zuteil wurde, können die Heiligen sehen, die anderen, denen es an dieser Gabe mangelt, werden auf irgendeine Weise zum Glauben gelangen und sie zur rechten Zeit auch sehen. Der heilige Kosmas von Sokrafu war bereits hellsichtig, als er noch ein junger Mönch war. Einmal ging er mit einigen anderen Mönchen zum Fest der Verkündigung nach Vatopedi. Sowohl während des Gottesdienstes in der Kirche als auch während des Mahls in der Trapeza sah Kosmas eine Frau von himmlischer Schönheit und Majestät, die alles mit Vollmacht ordnete, leitete und auch selbst diente. Er sah sie lange Zeit, nicht nur einen Augenblick, sowohl in der Kirche als auch in der Trapeza. Kosmas war über diesen Anblick sehr verwirrt und reichlich entsetzt, denn er fand es skandalös, eine Frau in einem Kloster auf dem heiligen Berg zu sehen. Als er seine Vision den Brüdern von Sokrafu, die ihn begleiteten, schilderte und ihnen sagte, wie unziemlich es sei, dass sich eine Frau auf dem heiligen Berg befände, sagten die erstaunten Mönche zu ihm, dass dies die Königin des Berges gewesen sein müsse, die allheilige Mutter Gottes selbst. Im Herzen tief erschüttert, wurde Kosmas von großer Freude erfüllt. Der heilige Kosmas war mit solch großer Hellsichtigkeit befähigt, dass er später, als ein alter Mann und Einsiedler war, von seiner Höhle aus sah, wie der Abt von Chilandar, Kloster zum Himmel aufstieg und versuchte, die Zollstation zu durchqueren, jedoch festgehalten und gequält wurde. Kosmas schickte sogleich jemanden zu den Brüdern nach Chilandar, um ihnen mitzuteilen, sie mögen für die Seele ihres verstorbenen Abtes beten. Dies geschah unmittelbar nach dem Morgengottesdienst und die Mönche waren gerade erst aus der Kirche gekommen. Die Mönche lachten und sagten, ihr Abt sei doch erst vor kurzem zu seiner Zelle gegangen, um die Liturgie vorzubereiten. Als sie jedoch in seiner Zelle kamen, fanden sie ihn tot. Zum Nachdenken. Lasst uns nachdenken über die Sünde des Königs Ahasjah und über Gottes Strafe. 2. Chronik 22. Wie Ahasjah tat, was vor dem Herrn böse ist, und sich mit dem sündigen Haus Ahabs verbündete. Wie Ahasjah mit vielen seiner Verwandten getötet wurde. Homilie. Über den Heiligen Geist, den Verherrlichenden. Er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkündigen. Johannes 16, Vers 14. Der Heilige Geist ist dem Vater und dem Sohn gleichmächtig
Und alles, was der Vater tun kann, können auch der Sohn und der Heilige Geist vollbringen. Alles, was der Vater weiß, ist auch dem Sohn und dem Heiligen Geist bekannt. Aber in ihrer unendlichen Liebe füreinander und in ihrer unendlichen Weisheit in der Ökonomie der Rettung der Menschen offenbaren sie sich dem Menschen vom zeitlichen Standpunkt aus abwechselnd. Wie der Vater den Sohn verherrlicht, so verherrlicht der Sohn den Vater und der Heilige Geist den Sohn. Er wird mich verherrlichen. Hat sich der Sohn nicht selbst verherrlicht? Das tat er, doch nicht in dem Maß, in dem er es hätte tun können. Er verherrlichte sich nur in dem Maß, dass der Mensch zu jener Zeit zu erfassen und zu bestätigen vermochte. Nach einiger Zeit offenbarte der Heilige Geist noch größere Herrlichkeit des Sohnes Gottes, als er, der Spender aller Gnadengaben, die Seelen der Gläubigen mit den Gaben seiner Gnade erfüllte. Er wird mich verherrlichen. Der Herr sprach diese Worte zu unserer Belehrung, meine Brüder, damit wir, wenn wir irgendetwas Gutes vollbringen, es anderen überlassen, uns zu rühmen und nicht wir selbst dies tun. Er wird von dem, was meines, nehmen und es euch verkündigen. Mit diesen Worten zeigt der Herr die Einheit zwischen dem Heiligen Geist und ihm selbst, nicht die Unterordnung des Heiligen Geistes. Davor sprach er: Er wird euch in alle Wahrheit führen. Dann erklärt er, damit die Jünger nicht denken mögen, der Geist kenne die Wahrheit besser als der Sohn und sei daher größer als der Sohn, dass der Geist von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkündigen wird. Christus hätte alle Jünger in alle Wahrheit führen können. Doch die Jünger waren zu jener Zeit nicht bereit, jede Wahrheit zu empfangen. Der Heilige Geist leitete sie daher zu seiner eigenen rechten Zeit in alle Wahrheit. Als der Heilige Geist ihnen alle Wahrheit offenbarte, offenbarte er ihnen nichts, das nicht dem Sohn bekannt wäre oder sogar im Widerspruch mit dem Wissen und dem Willen des Sohnes stünde. Daher sagte der Herr: Er wird von dem, was meines, nehmen und es euch verkündigen. O wundervolle Einheit der heiligen Dreiheit, o Macht der dreifachen Flamme, o Licht und Liebe aus dem einen Feuer, o heilige und allerheiligste Dreiheit in Flamme unserer Herzen mit göttlicher Liebe, dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amen.